Podcast für Schutz und Sicherheit, Folge 16. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit, den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Auch heute habe ich wieder einen sehr spannenden Interviewgast für euch. Bevor wir mit dem Interview starten, zwei Informationen. Zum einen wird es von diesem Interview zwei Folgen geben. Das heißt, heute wird nur die Hälfte gesendet. Und die andere Information, leider war die Übertragung während des Interviews nicht immer ganz perfekt. Daher sorry für die teilweise etwas schlechte Tonqualität. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch heute habe ich wieder einen besonderen Interviewgast für euch. Er hat gerade erst seinen Master abgeschlossen. Dazu noch herzlichen Glückwunsch. Aber das kann er uns gleich selber erzählen. Herzlich willkommen, Christian Zaretzky. Hallo, grüß dich. Ja, hallo. Ich habe es ja schon gerade gesagt, du hast deinen Master hier an der HBR in Berlin abgeschlossen. Erzähl doch mal, wie war denn das? Ich bin froh, dass es jetzt schon zu Ende ist. Ja, richtig. Also ich habe den Master im Fernstudieninstitut abgeschlossen, berufsbegleitend. Bin auch froh, dass es jetzt vorbei ist, fairerweise. Das ist aber, glaube ich, immer so, besonders wenn man 4 Jahre nebenbei, neben einem Vollberuf studiert, ist das doch schon eine ganz schöne Anstrengung. Aber ansonsten, die Prüfung war gut. Alles war wirklich sehr, sehr positiv. Die persönliche Anspannung ist aber bei jeder Prüfung natürlich sehr hoch. Also von daher, bin ich froh, dass es hinter mir ist. Ja. Gut, also wie gesagt, nochmal herzlichen Glückwunsch, aber jetzt haben wir das Pferd ein bisschen von hinten aufgezäumt. Stell dich einfach mal so kurz vor, was du früher so gemacht hast, wer du so bist. Ja gut, also wie gesagt, mein Name ist Christian Zaretzky, vielleicht privat. Ich betrachte mich als einen ganz normalen, gewöhnlichen Kerl, von daher, ich bin leidenschaftlicher Hundesportler, habe selber einen deutschen Boxer, wohne jetzt hier in der Oberpfalz. Und zwar in der Nähe von Cham, der Weltstadt, ne, was den meisten sicher nicht bekannt ist. Das ist ungefähr 50 Kilometer östlich von Regensburg. Ja, ansonsten von dem Beruflichen her, ich habe einen militärischen Background und nach der Bundeswehr bin ich quasi so in die private Sicherheit reingeschlittert. Habe dann angefangen, in der Bewachung tätig zu werden. Und für mich war es ganz wichtig, dass ich diesen Beruf von der praktischen Seite kennenlerne, denn viele Kameraden, auch von mir Offiziere, sind direkt in irgendwelche leitenden Positionen gegangen und ich muss auch sagen, die Probleme haben sie jetzt, weil sie das praktische Handwerk nicht verstehen oder einen zu großen Vergleich machen. Und ich bin da alle möglichen Stationen durchgegangen und haben so das Ende jetzt zumindest dieser Laufbahn im Bereich der Fortbildung war jetzt der Master in Sicherheitsmanagement an der HWR. Okay, gut, also auch das habe ich jetzt schon mehrfach mitbekommen, dass Kollegen, die direkt von der Bundeswehr kommen, dann diesen Schritt von Bundeswehr zu ziviler Bewachung nicht so ganz nachvollziehen können, auch was jetzt das Verhältnis vorgesetzter Mitarbeiter anbelangt und dann eben hier so ein bisschen diese Offiziersgeschichten damit reinbringen und der ein oder andere Mitarbeiter in der privaten Sicherheit dann damit nicht so ganz wirklich umgehen kann. Naja, also wie gesagt, ich glaube, wir bedienen hier mehrere Vorurteile. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben viele einen falschen Eindruck, was in der Bundeswehr stattfindet. Also der Umgang auch mit den Soldaten hat sich wirklich maßgeblich verändert. Okay. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr positiv geworden. Auch unter anderem auch durch die Auslandeinsätze, weil man gemerkt hat, dass so dieser typische, ich sag mal, Kasernenton, den man wahrscheinlich so kennt, der findet gar nicht in normalen Truppenalltag statt. Also das kann man gar nicht. Also das ist so. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch Vorurteile gegen das private Sicherheitsgewerbe. Was allerdings den meisten schwerfällt, ist, dass man in der Bundeswehr eine gewisse Struktur und Standardisierung kennt. Mhm. Und draußen, das ist dann schon ein bisschen anders. Da muss man selber Struktur schaffen und Standards sich anpassen, flexibel. Dieses serviceorientierte, die Zusammenarbeit mit dem Kunden. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ja? Und das auch den Mitarbeitern richtig zu vermitteln. Okay. Muss fairerweise zugeben, man braucht schon eine ganze Menge Frustrationstoleranz, einen langen Atem. Aber man muss auch Lust an diesem Job haben und auch an diese Tätigkeiten. Wenn man das hat, dann geht es. Und ich glaube, gerade dieser Wechsel aber von dieser strukturierten, standardisierten Welt in der militärischen Heimat
jetzt in die freie Marktwirtschaft, das ist schon nicht einfach. Also fairerweise, ich muss auch zugeben, auch ich hatte es sehr, sehr schwer, weil viele Dinge konnte ich nicht begreifen, das, was wir früher sehr, sehr einfach gemacht haben. Das fängt von einem ganz normalen Gespräch an, wo einer ein Protokoll macht. Okay. Und draußen wird ganz viel erzählt oder später vielleicht nicht so viel umgesetzt. Ja. Gut. Was gefällt dir denn jetzt speziell an deiner Tätigkeit in der privaten Sicherheit? Also meine jetzige Tätigkeit, bin ja wie gesagt unterschiedliche Stationen durchgegangen, vom normalen Sicherheitsmitarbeiter, der in einem industriellen Werkschutz angefangen hat und dann über alle Ebenen, sag ich mal so, vom Schichtleiter, Objektleiter, Einsatzleiter und dann immer weiter. Und dann bin ich immer mehr und mehr so in diese Ausbildung von Sicherheitskräften. Mhm. Ja, also das war so dann etwas, wo ich dann, ja, man könnte sagen, hängen geblieben bin. Ja. Okay. Das hat mir dann auch Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, da gibt es viel zu viele Defizite in dem Bereich. Das ist immer so eine Diskussion, Mindestvoraussetzung versus Qualifikationen. Ja, und wir mussten halt viel Learning on the Job machen und auch diese vielleicht nicht vorhandenen Kompetenzen bei den Mitarbeitern nachschulen. Und so bin ich immer mehr und mehr in die Schulung gekommen. Und meine jetzige Tätigkeit ist, ich bin in einem Sicherheitsdienstleistungsunternehmen bei der Firma Clue Security, bin Leiter einer hausinternen Aus- und Weiterbildungsabteilung. Also wir sind kein Bildungsträger. Das ist eine Sicherheitsschule, die eines der ersten Sicherheitsschulen waren im deutschen Sicherheitsmarkt. Und ja, da bin ich jetzt seit dem Jahr 2013 dabei. Mhm. Und das gefällt mir sehr gut. Also mir macht es sehr viel Spaß. Es ist eine große Herausforderung, ich muss fairerweise zugeben, ja, an sich selbst, aber manchmal auch an meinen Gegenüber. Die haben es wirklich nicht einfach. Ja. Und das macht Spaß. Also diese Herausforderung, vielleicht auch dieses, also ich betrachte mich als jemand, der ausbildet, als ein ewiger Schüler. Ja, das heißt, auch ich muss immer wieder Wissen anlernen und auch wiedergeben. Und ich lerne auch jedes Mal auch von unseren Mitarbeitern. Also das ist halt auch nicht so, dass man das Gefühl haben sollte, man hat alles ausgelernt. Man merkt ja auch, dass der Sicherheitsmarkt sich immer wieder auch wandelt. Es kommen neue Herausforderungen. Und das finde ich wirklich sehr spannend. Ne? Also das gefällt mir sehr. Ich denke, es kommen jetzt einige Komponenten zusammen, die auch meine Aspekte so treffen. Also erstens ein Unternehmen, das Ganze fördert. Es gibt ja leider auch viele Sicherheitsunternehmen, die ihre Mitarbeiter möglichst niedrig halten wollen. Ja, und dann auch dieses, wie du es jetzt sagst, lebenslange Lernen, dass man einfach immer wieder von anderen Leuten auch was lernt und da offen ist, was anzunehmen. Nicht sagt, nee, ich bin jetzt hier 40 und ich lerne jetzt nichts mehr bis 65. Das macht ja definitiv keinen Sinn. Es gibt natürlich auch bei dir sicher nicht so tolle Seiten. Was findest du denn nicht so gut in deiner Tätigkeit? Naja, also auf der einen Seite ärgert mich, was ich nicht so gut finde. Das ist aber eher eine gesellschaftliche Kritik, die ich ausgeben muss. Das ist immer so diese Vorurteile, mit denen dieser Markt zu kämpfen hat. Ja, und das muss ich auch wirklich sagen. Mich ärgern teilweise auch diese Reportagen, wenn ich immer wieder sehe, wie man die private Sicherheit nur in eine Richtung versucht zu lenken. Das sind halt auch immer nur gleiche Bilder, als ob Deutschland in so einer Bedrohungslage wäre, dass wir permanent nur privaten Personenschutz benötigen würden. Oder halt auch, also man bedient immer diese gleichen Vorurteile und die gleichen Bilder, diese Sensationslust, und das verursacht ein falsches Bild, meiner Meinung nach, in der Bevölkerung vom privaten Sicherheitsdienst. Ja. Ich habe auf der einen Seite wirklich die größte Hochachtung vor jedem Sicherheitsmitarbeiter. Persönlich sehe ich mich nicht als in keinster Weise als was Besseres. Das sind auch im Endeffekt diese Mitarbeiter, von denen lebe auch ich. Ja, das muss man fairerweise zugeben. Absolut. Und also wirklich den größten Respekt, und zwar was die auch leisten müssen. Das ist vielen gar nicht bewusst. Dieses Serviceorientierte, ununterbrochen auf dem Präsentierteller auch beim Kunden immer da zu sein und auch den Dienstalltag zu bestreiten. Und ich glaube, das ist etwas, was mich persönlich sehr ärgert, dass viele das gar nicht sehen. Ja? Und dass man gleich den Bewacher in so dieser sozialen Wahrnehmung als jemand betrachtet, der in irgendeiner Form, vielleicht in irgendeinem anderen Berufsfeld, es nicht geschafft hat. Ja? Und das stimmt gar nicht. Also das stimmt überhaupt nicht. Das ist halt etwas, was mich am meisten ärgert. Ja? Ja, aber das ist ja auch das, was leider von der Politik, auch von den Arbeitsagenturen so kommt. Ja, also ich
kann einen persönlichen Fall, da wollte eine Dame eine Schulung machen, um in der Sicherheitsbranche einzusteigen. Und dann wurde ihr vom Berater gesagt, also sie können noch was Besseres machen. So nach dem Motto, also Sicherheitsbranche, da schickt man nur den Abschaum hin. Ja, und genau wie du sagst, wer selber mal Wochen, Monate lang Nachtdienst gehabt hat und bei Schnee und bei Regen und an Feiertagen, der weiß, dass es wirklich nicht so einfach ist und dass die Leute wirklich super tolle Jobs draußen leisten. Oder wie ich in meinen Unterrichten immer sage, Montag früh steht in der Zeitung, ein Türsteher hat Mist gebaut, das stand aber noch nie in der Zeitung, 9.999 haben einen super Job gemacht am Wochenende. Genau. Aber ich glaube, das ist das Thema der Sicherheit. Ich sage ja so, Sicherheit ist immer so ein bisschen unsexy, ne? Also das ist, egal in welcher Form, ob es die öffentliche Sicherheit ist oder halt auch die private Sicherheit, es geht ja halt auch nicht immer glatt. Es kann immer Konflikte geben und naja, jetzt komme ich wieder zum Thema Schulung. Wenn man das Thema Schulung vernachlässigt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler gemacht werden, hoch. Aber auch so können Fehler gemacht werden und dann sind die Konsequenzen natürlich immer ganz stark und sofort medial wirksam. Also das, ja, da kann ich dir wirklich nur komplett zustimmen. Also das, man betrachtet ja das gar nicht, man sieht es nicht. Also diesen Prozess der Sicherheitsherstellung, diese Dienstleistung wird häufig, wenn sie die sehr gut ist, dann als selbstverständlich wahrgenommen. Da muss ich aber auch ganz großes Lob auch an öffentlichen Dienst arbeiten, ob das jetzt Polizeikräfte sind oder auch viele stille Helden im Hintergrund, ob es jetzt Leute sind auch aus Sicherheitsbehörden oder welchen immer auch Institutionen. Das wird ja gar nicht wahrgenommen. Es wird immer nur wahrgenommen, wenn irgendetwas passiert, dann ist möglicherweise ein negatives Ergebnis entstanden und dann wird sofort alles in die Kritik genommen. Was waren deine gefährlichste Situationen, die du erlebt hast? Jetzt als Leiter der Schule mich vielleicht mit einem Blei. Umfall des Flipchart. Genau, ja, also das ist schon sehr gefährlich. Es ist natürlich immer schwer, das zu kategorisieren. Ich kann jetzt mal sagen, als ich noch operativ als Einsatzleiter gearbeitet habe im Veranstaltungsschutz, da ist eines der gefährlichsten Dinge, die mir passiert ist, als man kurz die Kontrolle beinahe verloren hat über eine Veranstaltung. Wir haben dann mit einem Kooperationspartner zusammengearbeitet im Veranstaltungsschutz. Das war dann ein Unigelände. Also natürlich schwierig, bei Studenten das mal durchzusetzen, bei den Veranstaltern, dass man nicht mit Glasflaschen etc. auf einem Unigelände hantiert. Und naja, wir haben kurzzeitig beinahe die Kontrolle verloren. Ja, wir hatten, es ist dann eine große Schlägerei ausgebrochen auf dem Veranstaltungsgelände. Und das war für mich sehr, sehr schwer. Also da auch zu sehen, wie die eigenen Kräfte dahingehend verletzt werden, angegriffen werden und dann Kontrolle mit ihnen zu üben. Und dann kam beispielsweise auch in dem Unternehmen, wo ich früher gearbeitet habe, diese Notwendigkeit der Schulung. Wie verhalte ich mich in der Situation, auch wenn ihre Kollegen und Freunde verletzt werden? Einige haben ihre Posten verlassen. Dadurch konnten von außen Leute, die abgewiesen sind, in diese Veranstaltung eindringen. Okay. Das fand ich persönlich sehr, sehr gefährlich. Wir haben Gott sei Dank die Lage dann unter Kontrolle bekommen. Aber das war so ein Punkt, wenn man kurz davor steht und sagen muss, okay, also jetzt hat man wirklich komplett die Kontrolle verloren. Das fand ich sehr, sehr gefährlich, ja. Okay. Gegenteil, was war die lustigste Situation, die du erlebt hast? Erlebe ich fast jeden Tag. Also das muss ich wirklich sagen. Nein, also wirklich lustige Situationen sind viele. Ja. Also ich kann jetzt nicht die allerlustigste. Es sind natürlich so, wenn man mit Prominenten zu tun hat, das finde ich immer so ganz spannend. Für mich war das dann auch eine Dame, die früher eine Profischwimmerin war, die ich dann im Einlassbereich nicht reingelassen habe und irgendwie komplett neben mir stand und sie versucht hat, mir zu erklären, welche Titel sie schon in ihrer Sportkarriere geleistet hat. Wahnsinn. Und ich habe dann erst ganz spät mitbekommen, ach ja, sie ist es, ja. Also das sind, ja, sonst, ja, also wenn man jetzt mit diesen, jetzt auch in meiner jetzigen Tätigkeit mit den Kollegen zu tun hat, erlebt man ganz viel. Ja, also ich habe beispielsweise auch, ist mir eins passiert, ich habe mitten im Unterricht auf einmal die Sprache gewechselt, ohne dass ich es gemerkt habe. Ja? Und Mitarbeiter sitzen dann die ganze Zeit mit ganz großen Augen, keiner traut sich da was zu sagen. Okay. Und dann so, Herr Saretzki, okay, gerade auf Polnisch geredet. Ja, ich sage, okay. Das wäre ehrlich gesagt noch nie so passiert, aber da ist es. Also mir könnte das auch nicht passieren, da fehlen mir die Kenntnisse dazu.
Naja, gut, also das kann schon sein, ja. Aber sonst, also es waren so, ich lache sehr viel. Ich lache sehr viel mit unseren Kollegen. Ich glaube, das ist auch wichtig, ja, sich selber auch nicht so absolut ernst zu nehmen. Und mit Humor, das löst ja auch ganz, ganz viel, ganz viele Spannungen. Und dann macht das auch Spaß. Ich glaube auch wirklich, in diesem Beruf muss man viel Humor haben, sonst erträgt man das gar nicht. Sonst keine Chance, ganz genau. Das war Teil 1 des Interviews mit Christian Saretzky. Teil 2 dann nächste Woche. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.